Hallo zusammen, ich bin die Miri. Im heutigen Infovideo möchte ich darüber sprechen, was sich seit dem letzten Infovideo auf dem Kanal so getan hat und was ich für die nächste Zeit geplant habe. Ein Video, das ich zugegebenermaßen auch schon wieder eine ganze Weile vor mir herschiebe, aber gerade in den letzten Wochen gab es wieder eine ganze Reihe von neuen Entwicklungen, weshalb ich jetzt gerade ganz zuversichtlich bin, dass meine Informationen nicht gleich nächste Woche schon wieder veraltet sind und deshalb heute dieses Video. Das letzte dieser Art war tatsächlich letzten Sommer, als ich eine Kanalpause und eine Reduzierung meines Programms verkündet habe, weil ich einfach etwas Erholung brauchte. Ich habe ja letztes Jahr im Frühjahr eine berufliche Rehabilitation in Vollzeit begonnen, hatte dann aber erst versucht, mein bisheriges Pensum mit einem Video pro Tag plus ein bis zwei Streams pro Woche irgendwie durchzuhalten. Und musste dann doch recht schnell einsehen, dass das nicht funktioniert. Ich hatte dann doch recht schnell Erschöpfungssymptome, also Kopfschmerzen jeden Tag, Erschöpfung, Müdigkeit, und pipapo, bis dahin, dass ich mitunter gar nicht mehr so große Lust hatte, mit YouTube überhaupt weiterzumachen, muss ich ehrlich sagen. Also alles sehr deutliche Anzeichen dafür, dass ich da dringend auf die Bremse treten musste, was ich ja dann auch getan habe und was auf jeden Fall die richtige Entscheidung war, denn kaum war ich in der Pause, waren sämtliche Symptome wie weggeblasen. Und da habe ich dann doch nochmal nachgedacht, also meine Reduzierung des Programms war ja ursprünglich wirklich nur vorübergehend gedacht, aber viele von euch Zuschauern hatten damals in den Kommentaren ja auch durchaus schon angeregt, dass ich vielleicht generell reduzieren sollte, um eben zukünftig diesen Erschöpfungszuständen vorzubeugen. Und das wollte ich ursprünglich nicht, das war nicht mein Plan, aber ich musste dann doch im Interesse meiner eigenen Gesundheit einsehen, dass es so auf jeden Fall besser ist. Und mir geht es damit auch viel besser. Also ich habe dann erstmal auf Videos jeden zweiten Tag und gelegentliche Streams reduziert. Jetzt gerade bin ich bei vier festen Veröffentlichungsterminen pro Woche, also Dienstag, Donnerstag, Samstag und Sonntag kommt jeweils ein Video und dazu in der Regel ein Stream pro Woche. Der Nachteil daran ist, dass ich jetzt noch weniger Projekte umsetzen kann als vorher, denn an Ideen hat es mir ja noch nie gemangelt. Das war ja schon immer ein Problem, dass ich eigentlich zu wenig Zeit für all meine Ideen hatte. Jetzt ist das Ganze quasi noch verschärft. Dadurch, dass ich eben weniger Videos pro Woche bringe, laufen die Projekte über einen längeren Zeitraum. Deswegen kann ich nicht so viel Neues anfangen. Also im Moment ist es vor allen Dingen ein Zeitmangelproblem. Sicherlich auch ein bisschen Zeitmanagement. Das will ich gar nicht ausklammern. Da ist wirklich ein bisschen dran zu arbeiten von meiner Seite. Aber vor allem ist es erstmal, dass ich gar nicht so viel Zeit habe. Darunter leidet vor allem erstmal das Witcher 3 Let's Play, das ja schon einige längere Pausen hinnehmen musste. Jetzt sind wir schon wieder in einer monatelangen Pause. Also ich sag's mal so, eigentlich will ich das Spiel ja schon zu Ende spielen. Aber im Moment finde ich nicht so gut rein. Also ihr kennt das vielleicht, wenn ihr schon Rollenspiele gespielt habt, wenn man da mal eine Weile draußen ist, ist es unglaublich schwer, wieder an den Punkt einzusteigen. Und da tue ich mich gerade ein bisschen schwer. Ich hoffe, dass es mir demnächst mal wieder gelingt und dass ich dann, naja, mit einer niedrigen Frequenz wieder Videos bringen kann. Vielleicht einmal die Woche oder so. Das könnte ich mir gut vorstellen, dass ich das schaffen kann. Und wo wir schon mal beim Inhaltlichen sind, fürs letzte Jahr hatte ich ja fünf Projekte, naja, quasi versprochen, die ihr euch ausgesucht hattet. Es gab ja Ende 2022 einen Adventskalender, in dem ich jeden Tag ein Spiel vorgestellt habe. Aus dieser Liste wiederum durftet ihr abstimmen, welches Spiel ihr auf dem Kanal sehen wollt. Von mir natürlich war geplant, dass ein Spiel davon gewinnt. Wir hatten bei fünf Spielen Gleichstand und weil ich natürlich niemanden benachteiligen wollte, hatte ich dann gesagt, na gut, dann spiele ich halt alle fünf. Was natürlich von vornherein zum Scheitern verurteilt war. Also eigentlich war mir auch von vornherein klar, dass ich das nicht schaffen kann. Ich hatte gehofft, dass ich es wenigstens anfangen kann. Das hat nicht so ganz geklappt. Also ich habe zwar ein sehr umfangreiches Let's Play zu Anno 1800 gezeigt und weil es so schön war, auch noch gleich zu Anno 1404. Ich habe auch Planet Zoo und City Skylines auf Twitch gestreamt. City Skylines ja sogar den ersten und den zweiten Teil, weil der zweite Teil ja Ende des Jahres rauskam. War leider ein bisschen enttäuschend, der Release, deswegen habe ich es erstmal ein bisschen ad acta gelegt. Darüber hinaus gab es noch zwei weitere Spiele, nämlich Victoria 3 und Fallout 4, die ich von vornherein etwas aufgeschoben hatte, weil ich ja auch erstmal mit Anno begonnen hatte. Bei Victoria 3 wollte ich außerdem auch noch auf ein paar Updates warten, um einfach eine möglichst gute Spielversion für das Let's Play zu haben. Die ist mittlerweile verfügbar und ich habe auch einiges schon recherchiert und mir überlegt, in welchem Land und was ich damit machen will und so weiter und so fort. Aber im Moment fehlt einfach ein bisschen die Kapazität.
Zumal irgendwie andere Projekte immer so ein kleines bisschen wichtiger erscheinen. So ehrlich will ich dann schon sein, aber ich habe es nach wie vor. Ich werde dieses Spiel schon noch let's playen, keine Sorge. Bei Fallout 4 sieht es relativ ähnlich aus. Da war der erste Grund, dass ich erst das Witcher 3 Let's Play beenden wollte. Haha. Außerdem hat ja Bethesda für letztes Jahr ein Next-Gen-Update angekündigt, das ich selbstverständlich dann auch noch mitnehmen wollte, das dann allerdings gar nicht erschienen ist. Ich habe dann eine Zeit lang überlegt, ernsthaft, ob ich das Let's Play jetzt einfach ohne Next-Gen-Update anfange. Aber dann habe ich mir überlegt, dass es natürlich super ärgerlich wäre, wenn ich anfangen würde und dann so eine Woche später die Ankündigung käme, ja übrigens, jetzt ist es dann doch da. Das hätte mich dann schon sehr geärgert. Deshalb habe ich mir beschlossen, dass wir uns da erstmal ein bisschen in Geduld üben. Das Witcher 3 Let's Play läuft ja auch noch, insofern gar keine Eile. Die Vermutung liegt durchaus nahe, dass die Verschiebung des Next-Gen-Updates von Fallout 4 mit der Verschiebung von Starfield zusammenhängt, weil das ja dasselbe Entwicklerteam ist. Deswegen können wir davon ausgehen, dass sie einfach mit Starfield beschäftigt waren. Dass ich ja dann so als kleines Trostpflaster auf Twitch gestreamt habe, durchaus auch ausführlich. Man muss natürlich sagen, es ist wirklich nur ein Trostpflaster. Also das Spiel hat viel berechtigte Kritik einstecken müssen. Es ist jetzt kein schlechtes Spiel. Also ich hatte wirklich Spaß damit und ich habe auch immer noch Spaß damit. Also das ist nicht das Problem. Aber ja, so an Fallout 4 kommt es nicht richtig ran. Aber es hat durchaus Potenzial. Also ich könnte mir vorstellen, dass es in ein, zwei Jahren dann wirklich ein gutes Spiel ist. Aber wenn in nächster Zeit ein Bethesda-Spiel auf dem Kanal erscheint, dann wohl Fallout 4. So viel sei mal versprochen. Weil ich das Thema Stream gerade schon ein bisschen erwähnt habe, ein paar Worte dazu. Ich streame ja normalerweise ausschließlich auf Twitch, habe aber dieses Jahr zum Jahresbeginn so einen kleinen Testballon gestartet. Für einige Streams habe ich nämlich parallel auf YouTube und Twitch gestreamt, weil Twitch das neuerdings erlaubt. Also durfte man ja lange Zeit auch gar nicht parallel streamen. Das darf man jetzt. Ich wollte es mal ausprobieren. Haben wir gemacht. Haben ein paar sehr lustige Abende mit Lakeburg Legacies gehabt. Ein wirklich sehr ulkiges Spiel. Und ich wäre auch durchaus offen, das fortzuführen, parallel zu streamen. Allerdings unter zwei Bedingungen. Erstens, dass es eine technische Möglichkeit gibt, einen kombinierten Chat anzuzeigen. Und zwar nicht in meinem Bild, sondern direkt bei euch im Chat sozusagen. Denn derzeit ist es so, dass der Chat auf YouTube nicht sieht, was der Chat auf Twitch schreibt und umgekehrt. Soweit ich weiß, gibt es diese technische Lösung nicht. Und das zweite Problem ist, dass Twitch es offenbar auch nicht erlaubt. Also das ist auch eine rechtliche Hürde. Aber das wäre mir auch wichtig, dass die beiden Chats einfach miteinander kommunizieren können. Denn ich sehe zwar beide Chats, aber ihr halt nicht. Finde ich doof. Also dazu brauche ich erst eine technische Lösung. Und das zweite ist, dass man, wenn man das vernünftig machen will mit dem Parallelstreamen, einfach auch eine kostenpflichtige Software dazu braucht. Und das bedeutet monatliche Kosten, die ich im Moment eigentlich noch nicht investieren kann. Demzufolge werde ich erstmal weiterhin exklusiv bei Twitch streamen. Würde mich natürlich freuen, wenn viele von euch dort auch vorbeischauen. Im Moment streame ich fast jeden Sonntagabend um 19 Uhr. Ist, glaube ich, auch gerade wieder ein guter Zeitpunkt, denn Lakeburg Legacies haben wir letzten Sonntag zu Ende gespielt. Jetzt würde also was Neues starten. Ich hatte eigentlich vor, mit RimWorld weiterzumachen, aber wie es nun mal manchmal so ist, kommt natürlich wieder was dazwischen. In diesem Fall im Grunde was Positives. Der Entwickler hat nämlich letzte Woche angekündigt, dass jetzt doch nochmal ein DLC kommt, und zwar schon nächsten Monat. Der DLC heißt Anomaly und soll Horrorelemente mitbringen. Das ist ja nun wieder gar nicht meins. Da könnte ich eigentlich gut drauf verzichten. Insofern wäre es eigentlich kein Problem, jetzt direkt anzufangen. Die Sache ist nur, damit kommt natürlich auch immer gleich ein Update, also eine neue Spielversion, und dann kann es natürlich sein, dass der Spielstand nicht mehr funktioniert. Und was sehr wahrscheinlich passieren wird, ist, dass die ganzen Mods nicht funktionieren. Dass man da dann also wieder eine größere Pause hätte, in der die Mods nicht gehen. Also mir gefällt die Sache nicht so gut. Ich habe jetzt die Woche drüber nachgedacht, ob ich jetzt anfange oder nicht. Und ich habe mich jetzt entschlossen, dass ich lieber noch ein bisschen warte. Das DLC wird, wie gesagt, nächsten Monat erscheinen. Dann ein paar Wochen später sind die Updates verfügbar für die Mods. Und dann würde ich starten. An der Stelle möchte ich auch schon mal eine kleine Bitte an all diejenigen, die RimWorld auch schon mal gespielt haben oder gut kennen, stellen. Und zwar ist es ja so, dass RimWorld sehr davon lebt, dass man viele Mods im Spiel hat. Ich habe natürlich eine ganze Menge Mods im Spiel, aber ich würde mich trotzdem freuen, wenn ihr mir schreiben würdet in die Kommentare, welche Mods für euch unverzichtbar sind. Und dann würde ich mir die nochmal anschauen, ob die zu meinem Setup passen, ob ich sie schon habe und so weiter und so fort.
Das würde mir bei der Vorbereitung sehr, sehr helfen. Und habt auch keine Angst, selbst wenn ich die Mod schon drin haben sollte, umso besser, dann weiß ich, dass sie wichtig ist. Also das erstmal zu RimWorld. Leicht aufgeschoben, aber ich habe es definitiv vor zu spielen. Ich glaube, da werden sich auch viele Zuschauer drüber freuen. Es wurde ja auch schon mehrfach sich gewünscht. Jetzt stehe ich natürlich am Sonntag jetzt da und habe immer noch keine Ahnung, was ich streamen soll. Und deswegen habe ich mich entschieden, dass ich die Szenarien von Anno 1800 gerne mal spielen würde. Da gibt es ja mittlerweile einige, von denen ich die meisten nicht kenne. Würde die gerne mal spielen. Ich denke dass mal, dass so ein Szenario uns 2-3 Abende vielleicht beschäftigen würde. Also es ist auch eine ganz gute Größe, um dann irgendwann auf RimWorld rüber zu wechseln. Würde mich natürlich freuen, wenn da auch viele von euch dabei sein werden. Also Sonntagabend, 19 Uhr geht's los mit einem Anno 1800 Szenario. Damit sind wir auch schon mitten im Thema, was euch in nächster Zeit erwartet. Beziehungsweise ich würde die Kategorie gerne umändern in was könnte kommen, denn die Erfahrungen der letzten Jahre haben mich gelehrt, dass ich eigentlich nie all das hinbekomme, was ich umsetzen will. Und damit sind wir ja auch schon mitten beim Thema, was uns dieses Jahr auf dem Kanal erwartet, beziehungsweise ich würde es vielleicht eher so formulieren, was könnte kommen. Die Erfahrungen der letzten Jahre haben mich nämlich gelehrt, dass ich eigentlich nie alles schaffe, was ich mir vornehme und ankündige. Ich könnte wahrscheinlich jetzt einfach in die Vorschau-Videos der letzten Jahre gehen und die Hälfte einfach wieder übernehmen, weil ja, ich einfach immer mehr Ideen habe, als ich irgendwie umsetzen kann. Was jetzt folgt, ist also eine Liste von Spielen, die dieses Jahr erscheinen sollen, auf die ich mich freue und die ich mir gut vorstellen könnte, auf dem Kanal zu zeigen, ohne Garantie, dass ich das am Ende auch tun werde. Ich werde das dann jedes Mal dann entscheiden, wenn es soweit ist. Manchmal ist es ja auch so, dass das Spiel nicht ganz so gut ist wie erwartet. Dann würde ich es natürlich auch nicht zeigen. Also ich trage mal vor, was mich alles interessiert. Der erste Punkt ist einer, der tatsächlich schon in der Vergangenheit liegt. Denn diese Woche ist ja endlich das neue Update zu Stardew Valley erschienen. 1.6 ist draußen. Lange hieß es ja, dass 1.5 der letzte Teil wäre. Vor ein paar Monaten kam dann die überraschende Ankündigung, dass das Update 1.6 doch ein bisschen größer wird und ich habe versprochen, dass ich Content dazu bringe. Das werde ich auch. Ich hoffe, dass ich dieses Wochenende dazu komme, ein neues Let's Play aufzunehmen. Am 26. April soll dann Manor Lords in den Early Access starten. Ein Spiel, das ich ja schon in der Demo gezeigt habe und das wirklich sehr vielversprechend aussah. Wenn das so gut wird, wie es in der Demo aussah, dann Halleluja, dann wird das die Erfüllung aller Aufbauträume, glaube ich. Das einzige Problem, das ich damit habe, dass es noch ein Early Access Titel ist und dass ich Early Access Titel nicht so gerne als umfangreiches Let's Play zeige, aber ich lasse mir irgendwas einfallen, wie ich euch dies präsentieren kann. Ich hoffe, dass ich das schaffen werde. Für den 7. Mai hat Paradox außerdem den Nachfolger für Prison Architect angekündigt. Also Prison Architect 2 kommt am 7. Mai. Prison Architect habe ich persönlich sehr gerne gespielt. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, was da rauskommt, denn es wird auf jeden Fall eine große Umstellung bei der Grafik geben. Wir werden von der 2D auf eine 3D-Grafik wechseln. Das allein ist ja schon mal eine große Änderung. Also ich bin gespannt. Anschauen werde ich es mir auf jeden Fall. Mal gucken, wie gut es sein wird. Das ist aber nicht das einzige Spiel, das Paradox in nächster Zeit veröffentlichen wird. Am 4. Juni wird nämlich auch Live by You in den Early Access gehen. Hatte auch einige Verschiebungen jetzt schon. Ich freue mich schon wahnsinnig darauf, bin super gespannt, was uns da erwartet. Ich warte ja schon seit Ewigkeiten darauf, dass die Sims endlich mal einen Konkurrenten bekommen. Ich habe mich wirklich jahrelang darüber beklagt, über die Entwicklung des Sims-Franchises. Und jetzt ist es endlich soweit. Der erste Konkurrent soll demnächst spielbar sein. Auf jeden Fall habe ich große Hoffnungen, weil Rod Humble als Sims-Urgestein dabei ist. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Bin gespannt, wie es wird. Es ist auch nicht der einzige Sims-Konkurrent, auf den wir uns die nächsten Jahre freuen können. Nächstes Jahr wird Paralives in den Early Access gehen. Und irgendwann zwischen 2024 und 2026 soll auch ein Spiel namens Inzoi, auch ein Sims-Konkurrent, erscheinen, über das ich bisher aber ehrlicherweise nur weiß, dass es eine wahnsinnig gute Grafik hat. Was ja nicht verkehrt ist. Und die Sims bekommen auch einen fünften Teil. Mal sehen, wann das da soweit sein wird und mal sehen, welches dieser vier Spiele dann das beste Sims wird, sozusagen. Ich habe auf jeden Fall große Erwartungen. Hoffentlich werden sie nicht enttäuscht. Hoffentlich werden sie nicht enttäuscht. Auch ein Spiel, von dem ich schon sehr lange berichte, dass es kommen soll, ist Frostpunk 2. Endlich gibt es ein Erscheinungsdatum und es ist der 25. Juli.
Ich weiß nicht, wer sich überlegt hat, dass es eine gute Idee wäre, ein Spiel über eine Eiswüste mitten im Hochsommer zu veröffentlichen, aber okay, gut. Eine kleine Abkühlung gefällig, ich weiß es nicht. Dieses Spiel wird sich auf jeden Fall recht deutlich auch vom Vorgänger abheben. Also es wird eine ganze Reihe von anderen Mechaniken und anderen Herausforderungen geben. Hört sich aber auf jeden Fall auch sehr spannend und sehr cool an. Ich werde mir auch das natürlich anschauen. Darüber hinaus gibt es eine ganze Reihe von Spielen, die auch dieses Jahr erscheinen sollen, entweder im Early Access oder Final, die aber jetzt noch kein Veröffentlichungsdatum haben. Zum Beispiel soll dieses Jahr Endzone 2 kommen, also der Nachfolger zu Endzone, zu dem ich ja auch schon Let's Play hatte, ein Survival-Aufbauspiel. Außerdem wird auch Before Believe einen Nachfolger bekommen, Beyond the Stars, soll auch dieses Jahr in den Early Access gehen. Außerdem interessiert mich auch noch so ein Spiel namens Blacksmith Master von demselben Entwickler, der Tavern Master gemacht hat. Das habe ich damals in meinem Adventskalender einmal vorgestellt. Der Entwickler hat jetzt sozusagen einen neuen Beruf für sich aufgetan. Wir leiten jetzt keine Taverne mehr, sondern eine Schmiede. Klingt auf jeden Fall auch wieder interessant. Und zu guter Letzt möchte ich auch auf The Darkest Files hinweisen. Das ist von dem Entwickler von Through the Darkest of Times, das ja einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen hat, weil es mein allererstes Let's Play war. Dazu gibt es sozusagen jetzt auch ein neues Spiel, es ist in gewisser Weise auch eine Fortsetzung. Through the Darkest of Times ging ja um die Nazi-Zeit. In The Darkest Files wird es um die Aufarbeitung der Nazi-Kriegsverbrechen in der Nachkriegszeit gehen. Wieder harter Tobak, denke ich, ein sehr spannendes Spiel, das diese Woche auch eine Kickstarter-Kampagne gestartet hat, wenn ihr euch das mal anschauen wollt. Also noch ein Spiel, auf das ich mich wirklich freue. Damit wäre ich erstmal am Ende meiner Liste. Welches der Spiele hat euch am meisten angesprochen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und ansonsten freue ich mich natürlich darauf, euch zukünftig auch in meinen Videos auf YouTube zu begrüßen und in meinen Streams auf Twitch. Schaut auch da gerne vorbei, fast jeden Sonntag um 19 Uhr auf Twitch. Bis dann, macht's gut, eure Miri.